Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wie versprochen gibt es heute unsere Playmobil-Sammlung Teil 2. Wir zeigen euch heute also unser Filmzimmer und wir beginnen jetzt einfach nochmal mit einer Roomtour durch unsere ganzen Playmobil-Wohnhäuser. Und dann zeigen wir euch, was wir noch in unserem Filmzimmer haben. Viel Spaß mit diesem Video! Wir haben jetzt hier unten in der Mitte die Küche, rechts das Wohnzimmer und links das Esszimmer. Wir hoffen, ihr könnt alles gut erkennen. Ich lasse euch das Bild mal kurz stehen und ihr könnt euch alles genauer anschauen. Wenn ihr unsere Videos schon länger schaut, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Aber für die, die vielleicht neu hier sind, könnt ihr sich das Ganze nochmal genauer anschauen. Wir sind jetzt in der mittleren Etage und hier seht ihr das Bad und das Schlafzimmer. Hier drüben ist das Schlafzimmer, auch das könnt ihr euch in aller Ruhe mal kurz angucken. Und hier drüben ist das Bad. Einer meiner Highlights-Zimmer in diesem Haus, denn in unserem alten Haus war das Bad richtig klein gewesen. Im Ganzen finde ich diese zwei Zimmer eigentlich richtig cool. Hier seht ihr das Zimmer von Paul und Alex. Und hier drüben ist das Zimmer von Mia. Beide Zimmer gefallen mir auch richtig, richtig cool. Die sind beide größer. Und ja. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir einmal zu Oma und Opa und zum romantischen Puppenhaus. Bis gleich. So, hier seht ihr jetzt Oma und Opa im romantischen Puppenhaus. Das Haus sieht noch ein bisschen ähnlich aus, als Familie Overbeck hier noch drin gewohnt hat. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich wollte es eigentlich ja komplett mal umgestalten. Als erstes wollte ich den Fußboden machen. Den wollte ich mit Holzoptik-Klebefolie bekleben. Das werde ich wahrscheinlich auch als erstes machen. Und ich weiß, die Tapeten sind auch nicht mehr die schönsten. Aber mit Tapeten ist es beim romantischen Puppenhaus leider nicht so einfach, weil man die nicht so leicht anpassen kann. Ja, und deswegen, das ist bei dem Haus ein bisschen schwierig und deswegen mache ich das relativ ungern. Aber nun ja, das werden wir sehen. Hier haben wir jetzt trotzdem erstmal die Küche und das Wohnzimmer. Und auch hier lasse ich euch das Bild etwas stehen. Dann gehen wir jetzt eine Etage weiter nach oben. Hier haben wir das Schlafzimmer und das Bad und auch hier könnt ihr etwas gucken. Und ganz oben haben wir hier, da gehe ich etwas näher ran, die beiden Kinderzimmer. Das war es jetzt eigentlich zum romantischen Puppenhaus. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir zu den anderen Gebäuden. So, jetzt haben wir hier die Kita Regenbogen. Die steht jetzt hier auf dem Boden. Hier stehen einige Sachen auf dem Boden. Und zwar, so werden sie aufbewahrt. Alle wichtigen Dinge, die ich immer regelmäßig brauche. Und wenn ich sie brauche, dann stelle ich sie dann einfach in die passende Kulisse. Also das zur Kita. Und daneben steht gleich das Klassenzimmer von Lena. Hier haben wir das Krankenhaus. Das steht hier auch. Und dahinter ist die Kulisse, wenn ich filme. Die habe ich einfach dahinter gestellt. Die hält so gut. Genau, also das zum Krankenhaus. Entschuldigung, dass die Kamera jetzt etwas wackelt. Hier habe ich einen Schrank. Hier steht die Playmobil-Tankstelle und die Werkstatt habe ich auch, die steht neben dem romantischen Puppenhaus. Genau, das habe ich hier einfach ein bisschen schön aufgebaut und ja. Hier drüben habe ich das Hotel.
Das habe ich mir vor kurzem bei eBay gekauft. Und hier seht ihr auch Familie Schneider und Familie Meier. Wer auf meinem anderen Kanal auch schaut, der kennt die ja. Die stehen einfach nur hier, dass sie gut aufgeräumt sind. Und genau, hier steht das Hotel einfach so im Schrank. Einfach nur, dass es ein bisschen schön verräumt ist. Hier unten seht ihr jetzt auch Frau Hauser. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Da unten steht sie beim Supermarkt. Und wir befinden uns jetzt unter meinem Schreibtisch. Ich hatte dazu schon mal ein Video. Das ist schon sehr lange her. Und zwar unsere Fahrzeugwelt. Das ist einer meiner ersten Videos. Wenn ihr ganz nach unten scrollt, werdet ihr das finden. Mittlerweile ist hier einiges dazugekommen. Und ich zeige euch das mal. Hier unten steht der Supermarkt, wo ich erst vor kurzem ein Video hatte, der steht hier unten einfach, wie gesagt, nur zur Aufbewahrung. Bei Videos mache ich das natürlich schöner. Hier drüben seht ihr ein paar Fahrzeuge. Die sind gestapelt, alles wie gesagt, nur damit es einfach ein bisschen schön aufgeräumt aussieht. Wir haben hier das Campingauto, die Müllabfuhr, den Krankenwagen, das Postauto, den Notarzt und noch so ein Auto. Hier hinten steht ja auch den Traktor. Genau. Und dahinter, das sieht man jetzt schlecht, ein Schiff und zwei Porsche. Genau. Das steht hier einfach nur, damit es schon aufgeräumt ist. Und ja, ich finde, das sieht eigentlich so ganz gut aus. Das passt eigentlich alles. Es ist zwar viel, aber trotzdem irgendwie noch ordentlich. Und das finde ich, ist auf jeden Fall okay. Wir haben hier beim Schreibtisch noch mehr Sachen. Hier drüben. Hier ist das Auto von Familie Hauser, das steht hier drüben, das zeige ich euch dann noch. Das steht hier oben, bei den Kleinkram, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt weiter hochfahren, seht ihr hier oben die Almhütte von Heidi. Die habe ich, wie gesagt, auch hier hochgestellt. Und wundert euch nicht, hier stehen natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Aber meistens eigentlich nur Playmobil und ja. Genau. Hier drüben steht auch noch was. Ein Helikopter, der ist von der Bergwacht, glaube ich. Und das Auto von Familie Oberbeck. Und noch so ein bisschen Kleinkram von mir. Aber eigentlich, ihr seht schon, ist fast ein Playmobil. Hier drüben ist noch das kleine Quad von Kommissar Oberbeck. Ich hatte mal mehr von der Polizei, allerdings ist es irgendwie ein bisschen untergegangen, mal bei einem Umzug. Vielleicht kaufe ich mir mal wieder ein paar Polizeiautos. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Werde ich mir bei eBay wahrscheinlich auch mal was kaufen. Jetzt zeige ich euch noch die andere Seite. Hier seht ihr das andere Fach vom Schreibtisch. Hier unten seht ihr kleine Sortierboxen. Die sind von Ferrero Rocher. Die habe ich natürlich nicht von heute auf morgen. Das hat ein bisschen gedauert. Hier seht ihr die kleinen selbstgemachten Sachen, die ich gebastelt habe. Dazu gibt es auch ein Video. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal an unserem Kanal vorbei. Und ja, genau. Dann habe ich hier noch mehr. Also wie gesagt, die habe ich schon seit längerem. Nicht, dass ihr denkt, so viel Süßes essen wir nicht. Wir kaufen so eine Verpackung hin und wieder mal. Genau, hier haben wir auch Playmobil Kleinkram. Hier haben wir gerade so selbstgemachte Kissen und ein Kissen allgemein von Playmobil. Genau, da habe ich relativ viele, aber die von Playmobil gefallen mir schon lange nicht mehr. Hier haben wir Playmobil Kleider und so für Familie Hauser und Familie Oberbeck. Und was haben wir in dieser Box noch? Sachen für die Schule und Spielzeug, genau. Das hier hinten, das ist nichts Wichtiges. Und da hinten steht der Stall noch von Heidi. Ich habe das halt einfach mal hier so ein bisschen verräumt, damit es einigermaßen schön aussieht. Aber ihr seht schon, im Ganzen ist ja eigentlich fast nur Playmobil. Und ja, das sind jetzt alle Einzelheiten von meinem Filmzimmer. Wir hoffen natürlich, euch gefällt das. Viele von euch hatten sich sowas mal gewünscht, dass ich euch das einfach mal zeige. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass ihr das ganz interessant findet. Und ja, deswegen mache ich auch dieses Video. Vielleicht habt ihr ja den ersten Teil noch nicht gesehen. Dann könnt ihr euch den gerne mal angucken. Der ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Wenn euch das interessiert, schaut wie gesagt gerne mal an unserem Kanal vorbei.
Das war es jetzt eigentlich zum Schreibtisch. Hier seht ihr jetzt eigentlich nichts mehr. Das war jetzt soweit eigentlich alles gewesen. Das war jetzt eigentlich schon fast alles vom Filmzimmer. Alles andere ist jetzt kein Playmobil. Ich werde euch jetzt einfach nochmal das moderne Wohnhaus von Familie Hauser zeigen. Nochmal ganz genau. Das ist das Einzige, was wir uns jetzt eigentlich nicht angeguckt haben. Und im Ganzen hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wir haben natürlich noch mehr Playmobil, zum Beispiel den Aquapark und so. Und noch das Zubehör vom Kreuzfahrtschiff. Das Kreuzfahrtschiff, das steht neben dem Schreibtisch übrigens. Die Sachen stehen allerdings nicht im Filmzimmer. Die tun wir in einem kleinen Raum aufbewahren. Im Ganzen haben wir also jede Menge Playmobil. Also wir haben den Dachboden, dieses Filmzimmer und dann noch so eine kleine Vorratskammer, wo vielleicht auch noch ein paar Kisten stehen, genau. Und ja, das war wie gesagt jetzt schon weitgehend alles zu diesem Zimmer. Jetzt zeige ich euch nochmal das moderne Wohnhaus und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So ihr Lieben, wir befinden uns jetzt hier im modernen Wohnhaus. Alle, die uns schon länger schauen, kennen das natürlich, aber für alle, die neu sind, könnt ihr hier nochmal gucken. Hier drüben ist das Wohnzimmer und hier hinten die Küche. Die Herbstdeko hängt auch noch. Wenn wir dann hier nach oben gehen, haben wir hier das Bad. Und hier hinten das Schlafzimmer. Wenn ihr euch alles nochmal genauer anschauen wollt, könnt ihr einfach Pause machen. Und hier sind die Kinderzimmer. Das hier übrigens werde ich nochmal neu machen. Das wälzt sich total. Am Anfang war das total schön. Aber nun ja, das werde ich neu machen und im nächsten Video wird es dann anders sein. Ich habe auch schon eine coole Idee und ich hoffe, dass es dann besser aussieht. Hier ist Lenas Zimmer. Lena und Anna haben übrigens einen neuen Teppich jeweils bekommen. Das ist eine Filzmatte vom Teddy und die finde ich so schön. Und deswegen habe ich mir gleich gedacht, hier ist Annas Zimmer. Da können wir gleich neue Teppiche draus machen. Genau, in der Mitte ist das Babyzimmer. Und ja. Das war jetzt unsere Playmobil-Sammlung Teil 1 und Teil 2. Ich hoffe, das hat euch jetzt einen Einblick darin verschafft und euch haben die Videos gefallen. Wenn ja, dann abonniert unbedingt diesen Kanal. Wenn ihr zukünftig auch keine Videos mehr verpassen wollt, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns riesig, wenn euch unsere Videos gefallen. Schaut gerne auch noch andere Videos von uns, darüber würden wir uns sehr freuen. Und folgt uns auf Instagram unter Familie Hauser Playmobil. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss!